was wollte ich sagen? Genau, das heißt, ich spiele ja Total Warhammer 3 eigentlich nur oder fast nur mit Andreas. Ich habe es bisher noch kein Warhammer, Total War schon, aber kein Warhammer, alleine Kampagne gestartet. Was ich vielleicht mal machen sollte, aber ich habe so ein bisschen Angst davor irgendwie, weil ich habe das immer in Multiplayer gespielt, da ist es richtig cool und ich habe Angst, dass das im Singleplayer nicht ist. Deswegen spiele ich es immer nur im Multiplayer mit Andreas. Und das ist richtig cool, das macht richtig Spaß und logischerweise habe ich auch Warhammer 3 dort schon gespielt. Und dann haben wir da ein paar Kampagnen angefangen, aber da gab es doch keine richtigen Kampagnen. Also, es gab schon so ein bisschen was, aber jetzt nichts Sinnvolles. Wir haben die Dreier-Kampagne mal ausprobiert mit einem Freund zusammen. Der konnte dann aber nicht immer und dann war irgendwie dieses, okay, gut, komm, einer kann nicht mehr. Also Dreier-Kampagnen sind nur dann sinnvoll, wenn alle immer können. Weil in dem Moment, wo einer nicht mehr mitspielt, wird leider sein Charakter nicht durch einen NPC ersetzt, sondern ist AFK die ganze Zeit, als wenn er die kompletten Runde über nichts machen würde. Und selbst Kämpfe werden nicht ausgetragen, wenn die Siedlung belagert wird, aber Rebellionen und so finden trotzdem statt und er kann Städte verlieren, aber selber nichts machen, ist alles ein bisschen doof. Und daher haben wir dann auch das nicht wirklich weitergespielt, weil irgendwann kam er zurück, er konnte mitjoinen, das war wieder ganz cool, aber dann halt hat er immer irgendwas verloren gehabt von seinem Gebiet, das war alles nicht so geil. Und warum ist hier ein Vingulmon? Das muss ja auch nicht sein. Ja, bleib stehen! Haha, easy. Oh, you're Hasi! Could you not say that to my face? Naja, gut. Aber gut. Jetzt wo Immortal Empires draußen ist, haben wir wieder richtig hart gesuchtet und wenn ich nicht gerade streame oder aufnehme, spiele ich mit ihm wahrscheinlich Total War. Und wir haben auch überlegt, das aufzunehmen. Das Problem ist nur, hey, ich habe meinen Vater registriert. Er ist doch nicht tot. Oder doch nicht so distant, dass er tot sein könnte. Dass ich Tic-Tac-Toe habe. Als Hauptcharakter. Und da haben wir schon gesagt, wir können nicht aufnehmen, wenn ich Tic-Tac-Toe als Hauptcharakter habe. Warum? Und ich zitiere. Jeder Charakter, wenn du ihn antippst, sagt ja irgendwas. Und Tic-Tac-Toe ist einfach nur so, du tippst den Charakter Tic-Tac-Toe an. Ich zitiere. Tic-Tac-Toe, sieh geil! Und du sitzt als Spieler davor. Was hast du gesagt? Und da waren Andreas und ich uns einig, dass wir niemals, solange ich Tic-Tac-Toe spiele, streamen werden. Deswegen wir vielleicht die nächste Kampagne streamen. Wir werden wahrscheinlich mehr als eine machen. Um euch zu beruhigen, da kommt noch was. Du hast das falsch betont. In Dreier zu zweit ist halt auch bad. Kappa. Fuck, was habe ich... Ah, in Dreier zu zweit ist halt auch bad. Das ist in der Tat, wahr? Ah, jetzt hat dieser alte Mann mir seine alte Route in die Hand gedrückt. Den Dreier hätte ich gerne allein gehabt, ohne ihn. Aber naja, gut, was soll's. Oh, wir können hier noch ein neues Digimon bekommen. Das ist ja effektiv jetzt hier Wasserport. Also diese Wasserstadt. Und da kann ich natürlich aus meiner Tasche diese komische alte Route wieder rausholen. Und mir ganz kurz ein Kappador fangen. Das nehmen wir doch gerne mit. Oder? Hey, jawohl. It's on the hook. Sehr schön. Was habe ich falsch betont? Aber wahrscheinlich Tic-Tac-Toes Aussage. Aber genau, deswegen freut mich, ich habe Warhammer 3 schon gespielt. Ich habe sehr, sehr viel Spaß. Ich finde Immortal Empires absolut super. Ich habe richtig viel Spaß dabei. Und ich hoffe es bald streamen zu können mit einem sinnvollen Hauptcharakter. Und ich hoffe, dass Andreas dann... Nein, er ist tot! Ich bin so scheiße in Nuzlocke. Ein Kappado... Yes, das wäre ein Kappador gewesen, hätte ich es nicht umgebracht. Frog, yes. Okay, warum trainiere ich eigentlich gerade mein Elektro-Digimon? Das ist falsch. Ich sollte unbedingt auf das Geist-Ding switchen. Er muss noch 12 Level steigen, damit er mithalten kann. Das ist Kamimon. Zudem wird unser Wasser-Digimon, was wir gerade haben. Stirbst du bei einem Angriff oder kannst du ein bisschen überleben? Metallprotagonist, okay. Das wird Wasserboden. Nicer fucking Dicer. Ersatz, komm ran.
Der Satz muss sich kurz entwickeln vom... Das ist die Rettung für den nächsten Arena und... Weil der ist ja wieder Elektro. Oh! Und Feuer habe ich damit auch drin. Alter, fucking OP. Gönn dir halt mal richtig geil. Also unser Ersatz wird hier zum Hauptkomponente für alles. Das finde ich gut. Dann brauche ich vielleicht auch gar keinen Kappador. Außer vielleicht als Ersatz für Ersatz. Das ist dann vielleicht wieder eine sinnvolle Taktik, um da ranzugehen. Okay, wir müssen gleich unseren Metallprotagonist trainieren. Der muss irgendwann beim Flugarena dran, Arena-Leiter drankommen. Das ist der 7., 8., 6., 6. glaube ich. Und dann sagst du am Ende, dass du nur mit 4 Pokémon Digimon spielst. Nee, eigentlich nicht. Also ich versuche schon... Achso, wobei, wenn ich dann mit 4 durchkomme... Nee, also die werden auch definitiv alle noch irgendwann sterben. Ich bin bisher wirklich fucking lucky durch diesen Nasturk rausgekommen. Ich war mir sicher, dass er beim ersten Arena-Orden beendet wird. Wie ich am Beginn dieses Partes gesagt habe. Mehr brauchst du anscheinend auch nicht, so oft wie du das Fangen verpasst tötest. Es ist nicht so, dass es geplant ist, dass ich die ganzen kleinen süßen Digimon umbringe. Es ist einfach so eine innerliche Intuition, der ich folge. Und aus Versehen alles auf dieser Welt verbrennen lasse. Tut mir leid für alle, die mich kennen, aber es passiert halt einfach. Okay, das ist, denke ich, ganz gut machbar. Wir lecken den mal ganz kurz durch. Denn wer es anleckt, darf es behalten. Ich müsste mit Coolgeist Pokémon fangen. Der kann paralysieren. Und wer es anleckt, darf es behalten. Das sind zwei gute Sachen für mich. Bitte Paralyse, bitte Paralyse, bitte Paralyse. Ich sollte, glaube ich, nicht von einem Angriff sterben, aber... Ja, okay. Er ist ein guter Tag. Nicht gut genug. Von mir aus, ich meine, wir haben hier genügend Ersatz da. Die machen das schon irgendwie. Ich sollte mir sinnvollere Namen ausdenken. Also es gibt halt echt so ein paar, wo ich mir denke, weiß ich nicht, Digga, ob man das so machen sollte. Aber naja, gut, das ist jetzt einmal gewählt. Dann bleibe ich auch dabei. Vor allem, weil der Namensbewerter noch eine Weile braucht, bis er kommt. Und wir müssen vorher nochmal Team Aqua bekämpfen, ne? Bevor wir zum dritten Orden kommen. Na gut, das ist alles Zukunftsmelodie. Peachimon, ja. Schlag dein jüngeres Ich zusammen. Tritt ihn, box ihn, gib ihm Tiernamen. Oder wie das so heißt. Schmetterling. Oh ja, mein Schmetterling. Das war doch Schlag mich, tritt mich, gib mir Tiernamen. Oder habe ich gerade irgendwas verwechselt? Ich denke schon, das passt. Ich möchte mir ganz kurz selber loben. Ja, ich weiß, für einen Nuzlocke habe ich hier schon sehr, sehr viele Mitglieder meines potenziellen Teams umgebracht. Oder potenzielle Mitglieder meines Teams getötet. Das ist eigentlich nicht wirklich okay. Aber ich renne erstaunlich häufig wieder zum Pokécenter und bin erstaunlich wenig cocky. Das will ich mal ganz kurz angemerkt haben. So. Apropos Anmerkung. Wir kommen jetzt in den Bereich, wo es einen Stor Junior geben würde. Im normalen Pokémon Smaragd. Das gibt es hier auch. Ich weiß nur nicht, welches Digimon. Also es gibt einmal die Option, Zubiris zu kriegen, effektiv. Es gibt einmal die Option, zweimal die Option, Stor Junior zu kriegen. Entweder ein Monodramon, was sogar ein Champion-Digimon wäre und eigentlich richtig stark sein müsste. Und... Armadillomon kann man hier kriegen. Armadillomon wäre nochmal Boden. Wäre ein guter Ersatz für Chip Chip Chilichi. Ersatz, sein Name. Falls er halt stirbt. Ich hätte ganz gerne Monodramon, weil ich keinen Plan habe, wie er sich weiterentwickelt. Mal sehen, was kommt. Ich kann natürlich auch einfach hier durchrennen, ohne irgendwie Probleme zu haben. Okay, never mind. Okay, jetzt komm. Komm schon. Irgendwas Cooles. Das ist Armadillomon. Alles klar. Das ist mein kleines Stoll Junior. Den nennen wir Stolle. Der kommt mit und der ist ja cool. Und wir lecken ihn an, damit ich... Das fühlt sich wie ein schlechtes Omen an. Es fühlt sich wie ein sehr, sehr schlechtes Omen an. Aber, kann ich dich mit meinen großen Bällen abwerfen? Und du findest das geil? Ich hab zwei große Bälle. Das hilft nicht. Okay, ich glaube, gegenseitig können wir uns gar nicht treffen. Dann frisst diesen Pokéball. Nenn ihn Stulle.
Das ist meine Aussage. Genau das würde ich machen. Der gute Stulle kommt mit. Kommst du, Stulle? Du möchtest es. Ich glaube, es ist immer wieder ungünstig, Leuten einzureden, dass sie genau das möchten, was man gerade mit ihm tut. Aber du möchtest das! Das weiß ich, weil ich bin dein zukünftiger Meister. Und... Das hat ihm nicht gefallen. Alternative Herangehensweise. Ja, ich weiß, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Aber... Vertrau mir, tief im Inneren bin ich ein guter Mensch. Ich führe dich zum Essen aus und dann gehen wir zusammen ein bisschen die Weltherrschaft erringen, boxen ein paar andere Typen um, verschonen deine Familie, damit er seine Familie tot sehen. Ah! Okay, alles klar, wir können auch gerne deine Familie umbringen. Kein Ding, können wir gerne machen. Also, wenn du darauf stehst, wer weiß, was sie hier getan haben. Gerade dein großer Bruder kann gerne sterben, damit du deine roten Augen bekommst, von mir aus. Aber du kannst Großes erreichen mit mir. Okay, alternative Idee, der scheint mich wirklich nicht schaden zu können. Das heißt, wir können auch mal ganz kurz einen Crutch einsetzen, damit wir so ein bisschen Damage machen können. Ha, nevermind. Ich dachte, das wäre, Curse. Aber Curse ist nicht Crutch. Das sehe ich ein. Möchtest du meinen anderen großen Ball auch im Gesicht haben? Bist du deswegen hier? Ich kann auch gerne beide Bälle ins Gesicht werfen. Ha. 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 Dammit. Herr Hans, ich habe Ihnen per Discord zwei Medien übermittelt zur eigenen Belustigung. Das ist sehr nett. Diese werde ich mir anschauen. Nach dem Stream. Was nicht mehr allzu lange dauern wird, weil meine Stimme langsam Abgang macht. Weil, dammit, ich vorhin schon 3 Stunden lang Digimon Survive aufgenommen habe. Und wenn man... Wie lange bin ich jetzt schon hier drin? 2, 3, 5 Stunden. So 8 Stunden lang am Tag redet. Nachdem man Ewigkeit nicht mehr geredet hat, ist die Stimme irgendwann doof. Okay, alles klar. Stulle, du willst oder nicht? Ich habe eine Taktik, um dich gefangen zu nehmen. Das hat bisher immer funktioniert. Weil Placebo. Ich spamme L und R. Also die, die es auf dem Gameboy wären. LR, 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 LR. Ach Gott, fucking damit. Okay, dann spamme ich auf dem Keyboard LR. Auch dies ist eine Option. Come at me, Bro. Wo ist da? LR, LR, LR. Come on. Das funktioniert. Du musst es nur schnell genug drücken. Und dann bleibt er nicht drin. Was willst du von mir, wenn Placebo nicht funktioniert? Mehr spammen, sagt Kicks. Den Kicks, die mich da mehr spammen sagt, dann... Spammen wir mehr mit einem Repeat-Ball. Was ist die Definition von Wahnsinn? Das hier! Hey! Wahnsinn hat funktioniert. Was? Ein Wahnsinn. Und Level Up. Nice. Und Spite gelernt. Easy. Keksi Michael hat gesprochen. Mehr Spammen ist es halt. Lesser Pokémon. Es ist immer noch ein Digimon. Und das ist eine harte Beleidigung für Digimon. Somewhat naive, this Pokémon, Digimon, damn it, interrupts all interactions as playtime. Interprets. Ah, sehr schön. Das heißt, alle meine Bälle zur Seite kicken und kaputt machen, weil wir die Spielzeit. Oh no, das werden ein paar harte Tage mit dem kleinen Kind, dem ich Physik einprügeln werde. Und dann werden wir, wie versprochen, die Weltherrschaft erreichen und seine komplette Familie töten. Ich finde den Meme vom Frosch super. Das Meme mit Stonks ist halt echt super. Das ist absolut korrekt. Gut, dann geben wir mal ganz kurz dem guten Boy Steven seine, sein Briefchen. Oh, es hat den Bärmon gegeben. I can barely believe it, we didn't get him. Was macht Spite eigentlich? Despite my problems, wie viele Memes es mit diesem Frosch gibt auch einfach. Da. Spiteful cuts the PP of the foe's last move. Warum sollte ich ihn schneiden? Egal. If the user faints, deletes all PP of foe's last move. Ah, in einem Nuzlocke. Genau das, was man haben möchte. Mwah, wunderbar. Okay, ich hoffe mal, dass du mich auch nicht treffen kannst. Ansonsten kann ich auch einfach wechseln. Ich krieg eh gleich 4 Erfahrungspunkte. Aha, Paralyse, wunderschön. Das ist nicht gut.
Dafür möchte ich hier nicht drin bleiben. Wir wechseln ganz kurz einmal zu unserem Protagonisten, dem richtigen Protagonisten. Das wird irgendwann noch zu einem richtig harten Problem führen, dass die genau gleich heißen, bis auf ein M davor, was ich immer übersehe. Und dann boxen wir den hier. Ist da nicht jede Ebene ein eigenes Gebiet? Ja, so könnte man das sehen, aber dann wird das Ganze wieder zu leicht. Dann könnte ich auf der Siegesstraße ja auch einiges fangen und allgemein habe ich da viel zu viele Optionen, Digimon zu fangen. Deswegen würde ich das bei mir anders zählen. Ich glaube, das ist im Nuzlocke auch nicht fest vorgeschrieben. Ich glaube, das kann sich jeder so ein bisschen aussuchen, wie er möchte. Und ich suche es mir jetzt aus, dass es möglichst schwer ist. Obviously, weil ich habe ja bisher nur einen Nuzlocke von 6 geschafft. Da kann man es auch mal ein bisschen schwerer machen. Ganz klar. Okay, what do you call a panda fetus? The bear minimum. Das sehe ich ein. Okay, das war nur ein Einwurf, falls du noch einen willst. Yes, yes, also ich hätte das auch ganz gerne mitgenommen. Aber ich meine, ich muss ja auch so ein bisschen darunter leiden, dass ich halt echt scheiße darin bin, Digimon zu fangen. Und das tue ich halt nicht mehr, wenn ich mir viel zu viele Optionen gebe, die zu fangen. Und viel zu viele Optionen habe, es dann vielleicht doch nicht zu vergessen, einen Pokéball zu werfen. Wie nennt man einen Schwangerschaftsabbruch? Das wird böse. Fetus Deletus. Zumindest wäre das mein Einwurf. Ich warte gerne auf das richtige Ergebnis. Entfernter... Oh no! Oh no! Oh, das ist tatsächlich sehr schwarz, das sehe ich ein. Oh, das hatte ich letztens bei The Frank gesehen. Cooler YouTube-Channel mit True Facts, kann ich nur empfehlen. Kann man sehr, sehr viel lachen und sehr, sehr viel lernen, was immer eine sehr, sehr gute Kombo ist. Bis auf das Lernen bekomme ich das und das Lachen bekomme ich das, glaube ich, auch hin. Und auf jeden Fall, der hat letztes Video gemacht über effektiv Kakadus. Dieser komische Vogel, der seine Eier in andere Nester legt. Und meinte dann halt irgendwie, ich kann den genauen Fachbegriff nicht mehr, aber hat dann irgendwie gesagt, halt Vögel, die ihre Eier in andere Nester legen, nennt man auch irgendwie Fremdnest-Ei-Parasiten. Ausgedachter Name ist nicht ganz gut. Komplett richtig. Oder aber Dickheads. Also, ja, da hast du recht. Wollte mir letztens einen Termin in der Bibliothek holen. Waren ausgebucht. Schade. Schade war's. Dodo. Nee, nicht. Also vielleicht auch Dodo, aber es gibt eine ganze Reihe von Vögeln und es gibt hier irgendwas mit K, was auch in Deutschland lebt, soweit ich weiß. Verdammt, Namen vergessen. Egal. Kennst du Science Slam? Also, ich kenne Science Slams, also die sind anders, was ich kenne. Poetry Slams kenne ich. Und wahrscheinlich sind Science Slams einfach Poetry Slams über Wissenschaft oder mit Wissenschaftsthemen, nehme ich an. Und davon habe ich schon ein paar gesehen. Ich kann Jan Philipp Zimny jeden wärmstens empfehlen und seine Ansichten über Physik. Oder sein Bärenkatapult. Come on. Das sind nur 5 Sekunden Delay. Bitte, irgendjemand? Bitte? Nein? Bärenkatapult! Ja, ein bisschen cooler mit weniger Delay. Aber hey, es funktioniert. Okay, im Stream auch nicht bad. Ja, ja. Bärenkatapult! Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal! Lass mich nicht hängen! Lass mich nicht hängen! Weil fick dich! Deshalb! Nice! Deswegen liebe ich euch! Sehr gut, sehr, sehr gut. Genau, zwischendrin kam die Frage: Kennst du Don McMillan? Don McMillan, nein, sagt mir gerade nichts. Ich bin im Kopf noch bei Bärenkatapulten. Aber ja, übrigens auch eine Sache, die leider, soweit ich weiß,
Ja, bei Warhammer 30 indirekt drin. Es gibt ja diese Artillerie, die Bären hat als sie tragende. Leider werfen die keine richtigen Bären. Das wäre sehr, sehr nice. So ähnlich wie die Zwerge als Regiment of Renown, also als legendäre Einheit, eine Einheit haben, die Krommschleuder heißt. Übrigens, das wäre die alternative Stulle gewesen. Und diese Gnomschleuder nimmt halt kleine Orks, so Goblins, und stuhlt sie aufs Katapult und wirft sie auf Orks. Was ich einfach 10 von 10 geil finde. Hausaufgabe oder als Abschluss beim Stream? Alles klar. Nehmen Sie Awesome! Ja, ey, töte mich nicht. Sehr freundlich. Drei Worte und so viel Freude. Ja, das stimmt. Das ist halt richtig geil gelaufen. Danke dafür.